So, da sind wir mal wieder hier. Ja. In Minecraft. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, denn das ist nicht die Let's Play-Welt. Nein, das ist eine neue Welt. Und das ist auch kein Neuanfang des Let's Plays hier nach 33 Folgen. Das wäre ja zu... Das wäre ja zu kurz. Nein, nein, das hier ist eine kleine Minecraft-Mod-Review. Oder wie auch immer man das nennt. Ne, weißt du... Also ich zeige einfach mal eine kleine, aber feine Modifikation für Minecraft. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt. Ich sag einfach schon mal, wie heißt das Ding hier? Weedcraft. Man wird es hoffentlich gleich sehen, was das ist, sobald ich hier irgendwo mal das Zeugs finde hier, ne? Also das Zeugs. Ne, ich will jetzt nicht verraten, ach Zuckerrohr, komm, Zuckerrohr. Komm, Zuckerrohr, machen wir mal so. Dann haben wir es einfach, wenn wir es gleich brauchen. Und wir werden es gleich brauchen, deswegen. Ach, geht ja super los hier eigentlich. Komm, so, ich kann ja fliegen. Sure, bringt mir herzlich wenig, behaupte ich einfach mal. Ach, da oben. Ja, hier oben. Habe ich es doch noch gefunden. Zack. So, ja. Das Zeugs hier. Ach, ja, scheiße, war ja schlau. Egal, ich mache einfach mal so. Vielleicht zwar nur 2 statt 3, aber egal. Denn das hier. Ja, also, ne, wisst ihr Bescheid, was das ist. Nur hier kann man so schön. Kann man, hier nicht, weil hier kein Wasser ist. Also jedenfalls, damit kann man eben Marihuana anpflanzen, nicht nur anpflanzen. Finde ich eigentlich ganz geckig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich muss erstmal ein bisschen... Alter, jetzt ist da hinten auch schon wieder so ein Zeug und ich habe es vorher nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen hier. Komm, du verarsch mich doch. So, vielleicht sollte ich mal gerade... ja, genau. So, vielleicht sollte man in den Survival-Modus gehen. Ah, dabei fällt mir ein, ich sollte auch nochmal auf friedlich gehen, bevor mich hier irgendwas überfällt. So von hinten, ne? Aus dem Dschungel raus, kennt man ja. Und zwar kann man jetzt hier mit diesen schönen Samen, zack, 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 kann man Marihuana anpflanzen. Manchmal kommen da weibliche, also diese hier. Manchmal kommen da männliche, aus denen wir vorhin die Samen gekriegt haben, die etwas helleren. Und dann kann man das ganze Zeug auch wieder abbauen. So, 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 so. Ich gehe jetzt noch mal gerade wieder in den kreativen Modus hier. Weil wegen nämlich muss so sein. Brauche ich mir erstmal eine Werkbank, die werden wir auch noch brauchen. Und einen Ofen. Ofen, Ofen, Ofen! Ach da. Da direkt daneben. Ich bin ja schlau, ne? Also jedenfalls, kann man hier mit Folgendes machen. Ich mach mal gerade eben. Hier, wo haben wir? Suche. Na, mach mal nicht Suche. Mache ich mal einfach so. Zack. So. Dann kann man sich hier nämlich mit diesen schönen Marihuana-Buds diese ebenfalls so schönen Hanfblöcke machen. Die kann man dann nehmen und irgendwo hinstellen. Finde ich faszinierend. Davon kann man noch viel mehr machen. Also wenn ich hier so weiter moderiere, dann schaltet ihr aus, ne? Das ist mir klar. Deswegen mache ich das lieber mal nicht. Jedenfalls zack, komm, zack, zack. Na und so, wisst ihr Bescheid. Und so. So, die brauche ich erstmal gerade nicht. Die machen wir mal so. Das Zeug kann man weg hier, das Zeug kann man weg hier und das Zeug kann man weg hier. Halt's mal. Ja, also Hanfblock kann man sich machen. Dann kann man sich noch Keksteig machen. Dafür brauche ich jetzt erstmal. Was habe ich hier? Milch. Ja klar. Updates wieder hier. Komm. Ei. Alter, da gibt man Ei ein und dann... Ei. Weizen. Ja, gut, hätten wir gleich mitnehmen können. Dann macht man sich einfach Folgendes hier. Man macht einfach Milch, Ei, Weizen und zack, zack, zack. Dann hat man dieses Zeug hier, ne? Oh, Brennstoff. Kann man das brennen? Nee, kann man nicht, ne? Schade. Das jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich mach mal so hier Folgendes, ne? Seht ihr hier schön brennt. Brennt und brennt.
Und brennt. Brennt schneller, brennt schneller, brennt schneller, brennt schneller. So. Hashcookie. Ja, also es geht in dem Mod größtenteils um Drogen. Da bekommt der Begriff Minecraft Junkie einen ganz anderen Sinn. Jedenfalls haben wir hier so einen schönen Hashcookie. Alter, das macht mich irritiert. Das macht mich irritiert, ja genau. Habe ich gerade schon... Ja, nein, natürlich nicht. Jedenfalls, den kann man essen. So. Yeah. Da kann ich gleich noch einen kleinen Nebeneffekt zeigen, aber erstmal... Wabbel, 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 wabbel. Farbe. Also definitiv Trip. Gut, was haben wir noch auf der Agenda? Genau, wir haben ja hier das... ach, da. Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich muss mal gerade gucken. Och Mensch, ja, tut mir leid. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Bin gleich wieder da. So, okay, da bin ich wieder. Ich musste nur gerade eben mal meinen Arbeitsspeicher freischalten. Genau, das ist hier übrigens auch noch ein Nebeneffekt von dem Hashcookie. Ich kann doppelt so hoch springen oder 2,5 mal oder weiß ich nicht. Ja, Sprungverstärkung halt, ne? So, nächstes, was wir haben, ist hier Papier. Machen wir mal so einfach. Für mehr Fun. Ach nee, so, zack, zack, zack. Machen wir gleich mal 3 hier. Und machen wir mal gleich 3. Marihuana-Zigaretten. Allgemein bekannt als Joint. Und wenn ich jetzt so ein Joint rauche, dann habe ich genau das Gleiche. Oder? Ja, dann habe ich genau das Gleiche. Das mit dem Inventar-Ding hier regt mich gerade ein bisschen auf übrigens. Ne? Nur halt, dass ich davon nicht langsamer werde. Und das, ja. So, jetzt jedenfalls mache ich mal gerade Folgendes. Was gibt's? Genau, Hash Brownie haben wir schon gemacht. Genau, es gibt auch noch hier Potion. Potion gibt's auch. Potion. Potion. Dafür brauchen wir eine Flasche. Und Wasser. Einmal. Und so ein Hanfblock, aber die haben wir ja noch, ne? Hier so ein Hanfblock. Zack. Wasser und Flasche und wir haben so ein Marihuana Potion. Ja, komm. So, was bringt der? Schwäche und Regeneration. Toll. Toller Trank. Ich bin begeistert. Na komm, lassen wir das. Stock. Dann gibt es nämlich auch noch die Möglichkeit. Blablabam. So, reicht erstmal. Man kann sich nämlich aus diesem schönen Zeugs hier auch noch Waffen craften oder, ja, jetzt habe ich nicht genug von dem Zeug. Also nochmal Stock, Hanf, ach ja, nicht Hanf, ist ja Englisch, das Zeug. Hemo, Alter, ich kann nicht mehr tippen. Warum kann ich nicht mehr tippen? So ein Schwert, kann man sich da machen, ne? Wisst ihr, eine Ho? Ho, 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 So, dann natürlich noch Schaufel, Spitzhacke, Schaufel, Axt. Kann man sich auch machen. Alles ganz schön hier, ne? Und man kann sich sogar Rüstungen machen. Helm. Zack, 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 zack. Dings da. Zack, 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 zack. Anderes Dings da. Und zack, zack. Zack, zack. Anderes Dings da. Und jetzt kann man nämlich Inventar und zack und zack und zack und zack. Und jetzt ist man hier. Jetzt ist man bestimmt voll der Junkie, weil man eine Hanfrüstung trägt und Hanf und so. So, jedenfalls gehe ich jetzt hier nochmal eben in den anderen Modus hier, ne? Hier. Und ich gehe nicht in den anderen Modus. Tut mir leid. Ich brauche nämlich noch eben. Ach, Hash Brownie.
und Marihuana Zigarette. Ach so, davon hatte ich ja noch welche. So, jetzt gehe ich mal in den anderen Spielmodus. So, ne? Seht ihr? Dann mache ich einfach Folgendes. Ich esse mal so einen Cookie. Man hat es hier vielleicht schon gesehen. Achtet mal auf die Hungerleiste. Das kann ich nochmal machen. Alter, hau auf. Dann wird man nämlich hungrig. Und je mehr man davon isst, desto mehr muss man essen. Und wenn man zu viel isst, dann fühlt sich dabei nicht mal die Hungerleiste. Ja, komm. Trip zu Ende. Aber wir haben ja noch die Joints hier. Die schönen. Ja, toll. Ich verherrliche hier gerade Drogen. Kann das sein? Nee, tue ich eigentlich nicht, aber... Ich fand das eigentlich ganz geckig einfach, diesen Mod. Musste ich mal ein Review von machen. War übrigens auch gewünscht. Okay, jetzt mache ich noch mal Folgendes. Ich komme mir schon vor, als hätte ich das hier selber hier, ne? So, ja. So, davon wird man nämlich dann auch noch hungrig. Also, so Standard, wie wenn man Zombiefleisch isst, ne? Wisst ihr Bescheid. Und noch mehr. Noch mehr rauchen, noch mehr rauchen, noch mehr rauchen, noch mehr rauchen. So, jetzt... Dröhnen wir uns einfach mal voll zu, bis wir endlich tot sind. Ich glaube, das wird niemals passieren. Na komm. Ich habe ja drei. Ich habe jetzt zwei Maustasten hier. So, jetzt sieht man das schon. Alter. Alter. Ich esse jetzt einfach mal ein paar von dem Zeug. Ja, ich sterbe gerade, ich weiß. Ne, wisst ihr, seht ihr hier. Ja, genau. Ich hab nichts zu essen. Ich brauche aber was zu essen. Also nochmal. Hier, zack, zack, zack. Brot. Komm, nehmen wir mal Brot. Kein Brownie, ein Brot. Und dann sterben wir immer noch. Fressen wir ein Brot. Und wenn wir nämlich Brot fressen, dann sieht man schon hier, da passiert in der Hungerleiste erstmal gar nichts. Jetzt wieder. Jetzt tut sich wieder was. Muss näher am Mikrofon bleiben. Ich glaube, das wird sonst zu leise. Bin mir gar nicht sicher. So. Habe ich gerade noch mal ein bisschen umpositioniert. Tja, jedenfalls. Moment. Ich muss mir gerade gucken. Nee, das war alles, glaube ich. Ja, das war alles. Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Hoffe ich. Und wie gesagt, ich verherrliche hier keine Drogen. Das ist hoffentlich selbstverständlich. Ich wollte es einfach nochmal zeigen, dass es sowas gibt. Es gab ja auch mal diesen OMG What the Fuck Barbecue in Sims 2 damals. Ich erinnere mich dran, dass man Babys grillen konnte. Haben auch viele Leute ein Video von gemacht, aber deswegen haben die es ja auch nicht so ernst gemeint, ne? Also, nee, nicht meckern hier, wie die liebe Community. Weil nämlich das ist immer so ein bisschen so zwiespältig. Ne, kann das sehen, ich kann springen. Und das könnt ihr nicht. Tja. Jedenfalls verabschiede ich mich für dieses Mal. Wir sehen uns übrigens in der nächsten Mod-Review auch wieder. Mache ich ja gleich direkt das nächste Video. Ne? Kommt gleich in Arbeit. Und bis dahin, also bis gleich oder bis morgen, hoffe ich mal, auf Wiedersehen.